Hallo, willkommen zurück zu Let's Play. Der Dungeon Salad im Cap. Im zweiten Dungeon. Ach genau, hier, ich muss so. Diese Geschwindigkeit! Wo kommt die her? Ich will da nur noch durch. So, gut. Ja, letzte Mal haben wir diesen Dungeon angefangen. Wenn ich da runterspringe. Ich weiß gerade nicht, wo ich dann lande, aber was soll's. Ist, glaube ich, unwichtig. Nein, da war das. Ich will zurück. Scheiße. Doch, war schon richtig. So. Ich wollte auf das Herz dann noch haben. Ich will zurück. Wir brauchen schon bald das Dungeon-Item. Das bedeutet, wir kriegen es bald. Ich bin immer noch gewohnt, dass ich irgendwie so einen Ring zum Tragen brauche. Weil ich irgendwie Link's Awakening geschädigt bin. Komm schon, mach rum. Und jetzt Herzteil bitte, danke. Sehr gut. Das wollte ich doch noch haben. So. Das sieht nach Zwischenboss aus. Gib mir mal den Schild, der dürfte mehr helfen. Stachelschleim, oder wie soll ich ihn nennen? Ey! Ich stelle mich jetzt einfach in die Ecke und hau drauf los. Und alle tot. Item, das muss jetzt aber das Dungeon-Item sein. Es ist das Dungeon-Item, der Wirbelstab. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Ja, geiles Teil. Ja, wir sehen schon hier. Warte, kann ich damit auch? Ja. Er schmeißt die Töpfe zum Beispiel um. Und wir können das hier damit umdrehen. Hey, Knirps, mit der Wirbelstab können wir uns vielleicht in die Höhe katapultieren. Man müsste nur die Energie, die aus der Spitze kommt, irgendwo einfangen können. Wie zum Beispiel in diesen Löchern. Juh, wunderbar. Ah, und der erste Checkpoint. Auch wunderbar. Dann drehen wir nochmal das Ding hier um und fahren mit Highspeed drauf los. Um an diese Truhe zu kommen. Ich weiß nicht, was könnte da drin sein. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendwas Großartiges sein wird. Vermutlich ein Glücksfragment oder so. Oh, Schlüssel sogar. Doch, ist gut. Schlüssel ist immer gut. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass das wichtig war. Aber was soll's. Dumbi-d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 umb
Link ist so klein, er darf nicht mal die Schienen überqueren, ohne dass jemand bei ihm ist. So. Gut, wir sind durch. Was ist denn das da? Ich würde gern wissen, was das ist. Roten Dinger, was soll das sein? Ah, ach so. Ja, Klassiker. Kennt man ja auch irgendwie aus jedem Zelda-Teil. Und rein. Ah, okay. Und weiter geht's. Interessant. Jetzt nimm doch mal so ein Ding mit, Link. Oh, stell dich nicht so doof an. Gut, jetzt komm her. So. Versenkt. Jetzt können wir das Ding hier rausholen. Naja. Komische Schiebeaktion in einem komischen Tempel. So war's falsch. Ja. Schöne Rätselchen. Ah, ich sehe schon. Ja, komm. Glücksfragment, ja gut. Ich werde ja schon ein paar Sachen davon brauchen. Ah, ich habe schon verstanden. Wo landen wir hier? Ah, jetzt bräuchten wir... Komm schon. So. Jetzt bräuchten wir wahrscheinlich sowieso dann den... Also, Krug, um das Feuer wegzumachen. Dann gib ihm mal den Stab. Ich würde eigentlich gerne erst nach unten. Da ist schon die Boss-Tür, habe ich gesehen. Und da... Nee, das bringt mir doch nichts, wenn ich da hingehe. Ups, das war zu früh. Und natürlich spawnt das Ding wieder falsch rum. Mal sehen, wo lande ich denn hier so? Ja, ich will eigentlich gerne oben rechts zuerst, also... Ach, ich probiere es einfach aus, wo ich lande. Dass ich falsch bin. Nein! Oh, das war doof. Ich drücke immer noch die falschen Knöpfe. Ist immer gut, wenn man nicht daran denkt, die richtigen Tasten zu drücken. Dann bleibt er nämlich für das gesamte Spiel ein Kack-Loop. Nein! Das war blöd. Ja, und das wollte ich eigentlich auch nicht. So, dich. Oh. Sprich mir nach, ich habe kein Talent. Ich drücke immer noch die falschen Dinger. Könnte ich jetzt bitte langsam mal was richtig machen? Das wird nämlich langsam affig. Ah, das war doch jetzt echt unnötig. Sag mal, Leute, bin ich so blöd oder was mache ich hier? Meine Fresse, ich stelle mich an wie der erste Mensch.
So. Und jetzt bitte warten. Meine Güte, was ein Akt. Und nur, weil ich mich wieder zu blöd anstelle. So, wo bin ich jetzt? Okay, das Glücksfragment war es wohl nicht wert. Das war auch nicht so schlau, aber hey. Ist egal, das ist man jetzt, glaube ich, schon von mir gewohnt. Dass ich schon nicht scheiße war. So, hoch. Ab da rein und los. So. Hier wird uns schon angezeigt durch den Boden, wo wir ungefähr lang müssen. Nämlich hier rüber. Gut. Weiter nach unten. Und wir landen... Ach, hier schon wieder. Ich wollte gerade schon fragen, ob es hier auch noch irgendwo mal was gibt, was mir weiterhilft. Nee, wo muss ich lang? Zurück, Meng, zurück. Ich will erst an die Truhe ran. Nein. Muss Truhen von vorne aufmachen. Oh, oh, 100. Ja, ich kann 300 Rubine tragen. Hm. Schon mal ganz nützlich. Und jetzt hier hoch. Ja, schaut so aus. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss. Weil irgendwie müsste ich ja auch mal den Boss-Schlüssel noch kriegen. Ja, ich will da unten hin. Alle Truhen sollen mitgenommen werden. Auch wenn es nur Glücksfragmente sind, aber die werde ich auch noch brauchen. Hopp. So. Bin ich jetzt wieder gelandet? Ach, hier. Ach komm, hier gibt es doch irgendwo den Boss-Schlüssel. Großer Schlüssel! Eröffnet große Schlösser. Jo. Dann mal hier runter. Krug. Und da. Oh, der zweite Teleporter nur. Na gut, aber es reicht. So. Das war doch einfach. Wenn man sich nicht zu blöd anstellt. Ah. Feen. Ist da noch eine drin? Schade, ich würde gerne noch eine Fee mitnehmen. Ah, ja. Komm schon, Fee, komm her. Dankeschön. Genau, ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich sterbe, aber so eine Fee dabei zu haben, gibt immer Sicherheit. Zumindest das Gefühl der Sicherheit. Springen wir in die Lava da unten. Willkommen bei... Keine Ahnung, wie der heißt. Es ist zumindest kein Schleim. Ein Feuerdrachen-Pokémon. Was ein bisschen so aussieht wie Lapras. Ich weiß nicht, kann ich hier einfach... Oh ja, tatsächlich. Wusste ich gar nicht mehr. So als geraten. Da muss ich wahrscheinlich hier rüber und drauf fahren. Ja, und wahrscheinlich auch rechtzeitig wieder runtergehen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe wieder kapiert, wie der Boss ging. Ah, okay. Ich hätte sogar noch ein bisschen länger drauf kommen können. Gut. Interessanter Boss. Ich weiß, dass ich... Das war, glaube ich, mein mein Boss, den ich von der Optik am liebsten hatte. Von der Kampfaufmachung gut, relativ einfach gehalten. Es gibt später einen Boss, da ist der Kampf richtig episch gestaltet. Aber ich glaube, das ist auch der letzte Boss. Ups. Also der letzte Boss von den vier Tempeln. Ups, da wollte ich nicht... Ach, die Lava dehnt sich jetzt auch noch aus. Ich kann Feuer mit dem Schwert ausschlagen. Gut zu wissen, merke ich mir. Ich bleib einfach hier in der Ecke stehen und warte. Die Lava kann sich also ausbreiten. Hör auf zu cheaten. Danke.
Immer feste drauf. Ja, mit dem nächsten Mal könnten wir es schon geschafft haben. Oh, Herzen. Ach, jetzt verstehe ich, warum das Feuer hier ist. Damit man eben Herzen kriegen kann. Wow. Verdammt. Hey, hey! Wieso rennt Link denn wie von der Tarantel gestochen durch die Gegend? Das ist mir neu. Das kenne ich bei Mario, aber nicht bei Link. Komm, jetzt stirb. Okay, er will nicht sterben. Ich bin aber trotzdem dafür, dass er stirbt. Ich bin auch dafür, jetzt hier wieder so ein bisschen in der Ecke zu bleiben. Obwohl ich gerne trotzdem meine Runden drehen. Weil die Lava kommt ja genau ein Feld bis über. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder jede Menge Feuer. Genau, jetzt zündet hier wieder die halbe Ecke an und versperrt mir so meinen gesamten Weg. Das ist uncool, Alter. Ziemlich uncool. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen das Feuer zu löschen, dass ich hier gleich durchrennen kann. Wieso rennt links durch die Gegend? Das ist mir völlig neu. Komm schon. Ja, getroffen. Komm schon, lass es das Ende sein. Ich habe langsam keine Lust mehr auf dich. Dankeschön. Das sieht nach Ende aus. Okay, kurz die Position geändert. Und die Lava erkaltet. Das kennen wir doch auch schon. Es ist irgendwie immer so bei den Feuergegnern, dass die Lava hart wird. Das Zeichen der Goronen? Ja, vielleicht abgewandelt. Das war wirklich, ne? Das ist, ähnelte sehr dem Goronen-Symbol. Okay. Wir haben das Feuerelement erhalten, oder? Ja, Flammenelement. Oh, Entschuldigung. Das Flammenelement erhält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Oh mein Gott! Es ist von Innos! Und wer diese Anspielung verstanden hat, herzlichen Glückwunsch. Container erhalten, yo. Container. Müllcontainer erhalten. Kein Herzcontainer. Nein, heute gibt es nur Müllcontainer. Meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Gehen wir zurück zum Melter. Das wäre scheiße, aber wenn dein Arsch brennt, brennen meine Haare. Weil dein Arsch eben auf meinen Haaren hängt. Gut. Jetzt kriegen wir schon ein neues Schwert, glaube ich. War doch so. Ja. Oh, du warst schneller, als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an. Das ist das neue weiße Schwert. Boah, es hat einen grünen Griff. Weißes Schwert erhalten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Albrecht brauchst du nicht mehr. Schmeiß es einfach in die Ecke. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar. An der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Mainisch und der der Menschen. Der Eingang soll in Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür, die zur Mine führst, gehst. Du schaffst das. Und was wäre, wenn wir jetzt einfach mal nicht in einem Jahr leben, wo hier, wo dieser Fall eintritt? Also wenn wir, sag ich mal, extremer Fall. Letztes Jahr war dieses 100. Jahr, wo das funktionierte und jetzt müssen wir erstmal wieder 100 Jahre warten, bis der Fall wieder eintritt. Dann wären wir ziemlich am Arsch, kann das sein? Da mein neues Schwert. Moment mal. Ich dachte schon. So, wir wollen ja jetzt erstmal zurück zum Fuß des Berges. Wo wir, glaube ich, sogar schon sind. Ist das nicht hier der Ort, wo ich dieses grüne Zeug brauchte? Ja, der ist es. Na dann. Nichts wie zurück. Ich glaube, ich nehme gerade einen Umweg. Ist mir doch egal. Ich muss ja sowieso später nochmal zum Gongulberg zurück, wenn ich nur ein paar Sachen holen will. Ich mache zwar keine 100%, habe ich ja gesagt, aber ich denke, ein paar Sachen werde ich mir doch noch holen. Jetzt nicht alle Herzteile, weil ich dafür dann auch die Glücksfragmente machen müsste. Da habe ich keine Lust zu. Aber gut. So, bevor ich... Stirb. Dankeschön. Da komme ich immer noch nicht runter. Richtig. Ich glaube, bevor wir den nächsten Tempel machen können, müssen wir auch wieder einiges erledigen noch. Ich erinnere mich dann noch an so eine Kleinigkeit, die auch in Hyrule stattfindet. Aber erstmal möchte ich eine neue Schwerttechnik haben.
Nee, machen wir erstmal beim nächsten Mal. Okay. Also, wir haben ein größeres Schwert, oder ein anderes Schwert einfach nur. Der Typ meinte ja, wenn wir ein neues Schwert haben, sollen wir zu ihm zurückkommen. Also, nächstes Mal neue Schwerttechnik. Bis dann. Ciao.